So, liebe Freunde, heute wird es Zeit für Basteln. Biber, Bastelfolge, la 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 la. Mal schauen, was heute so funktioniert. Wahrscheinlich kommen wir sowieso wieder von Höchstchen auf Stöckchen und es passieren zig Sachen, die... aus Effekt habe ich da jetzt schon drauf geklickt. Wahrscheinlich passiert wieder irgendwas und wir kommen gar nicht dazu, irgendwie zu basteln. Was wir natürlich auch auf jeden Fall machen müssen, ist einmal... Oh, die sind gleich fertig, die Kürbisse. Wir müssen die Quest natürlich noch einmal machen. Also eine Tagesquest aus der Handelsgilde. Was machen wir denn hier schönes mal? Wie wär's denn mal wieder mit ein bisschen... Ja, wir können ja mal Carbonstahlbarren anschmeißen. Haben müssen wir, glaube ich, aktuell gar nicht laufen haben. Ja, doch. Na ja, gut, sei es drum. So, das ist fast fertig. Das ist gut. 24. Gut, sortieren wir schon mal ein. Das bisschen, was wir haben. So. Erz. Achso, hier. Wisst ihr ja, im Laufe der Zeit, also im Laufe einer Aufnahmesession geht das Ganze immer ein bisschen schneller über die Bühne. Und man irgendwann weiß, wo ist was genau. So, wir holen uns immer schnell eine Quest. Und wenn wir wiederkommen, ist dann der Kürbis auch fertig. So, er steht schon da und guckt. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Hüfttaschen. Armstrecker, Pigmente, nehmen wir doch mal, was bringt denn das hier alles, 756, ich mach mal die Armstrecker. Ich glaube, die konnte ich auch relativ easy herstellen, die wollte der Django doch mal nicht auch mal haben. Kürbisse einmal abernten. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Der kann schon direkt wieder rein. Drei muss ich mir noch nehmen. So, dann machen wir nämlich nochmal wieder Kürbisse. Die eine Reihe. Und dann die beiden Armstrecker. So, kein Thema. Bronzebarren und Federn. Relativ easy. Das wollte die Sam haben. Aber den Leuten der Ziviltruppe bin ich ja eigentlich immer ein bisschen vorsichtig. Weil die sich nachher mal an irgendwelchen komischen Orten rumtreiben. Aber jetzt im Moment ist sie scheinbar hier. Wo sind sie denn? Ach, da. Hey, Sam. Hallo. So, danke. Wir haben Schwierigkeiten, ganz wirklich die Zivilgruppe anzusprechen. Sam wurde deine Bekannte, okay. So, Teddy rennt jetzt weg. Sam in die andere Richtung. Hat sich ja voll gelohnt. Ja, wir schleimen uns quasi bei allen ein, dadurch, dass wir mit einer Person gut auskommen. Das finde ich natürlich sehr gut in diesem Spiel gelöst. Und wir bauen dann jetzt in dieser Folge vielleicht mal wieder ein Wasserrad. Das heißt wieder, wir bauen ein Wasserrad. 15 Carbonstahlbarren, 50 Hartholz. Nee, ich kann das nicht spenden. Und 50 Hartholz. Von dem Haufen hier. So. Na toll. Ja, wo denn? Da. Nein, alte Teile. Da hat er es. Okay. 10 alte Teile und 12 große Eiseneimer.
Also die alten Teile habe ich hier. Dann sind schon wieder 10 Stück direkt weg. Na toll. So. Bei den Eiseneiermann habe ich auf jeden Fall schon mal 2. Okay, ich muss alle 12 auf einmal platzieren. Nein, ich will kein Foto machen. Falsche Taste. Das heißt, 10 Stück muss ich noch machen. Die habe ich hier gemacht. Da kann ich 36 von meinen Eisenbahn-Kupferrohre. Easy going. Und ich mache immer 2 auf einmal. Alles klar. Ah ne, 2 habe ich auf Tesch. Das heißt es. So, jetzt aber. So. Und ich hoffe, ich kann es fürs Museum spenden. Ich kann es nicht fürs Museum spenden. Ich will mich verarschen. Aber warum? Sowas kann man sich doch mal ansehen. Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch was... Oh. Toll. Warum steht das denn nicht dabei, Mann? Ein Alleschleifer. Den habe ich auch noch nicht gespendet. Aber das müsste, glaube ich, der sein, der hier steht. Ist das der Alleschleifer? Ja, das hier ist ein Alleschleifer. Gut. Dann ist er the next one. Ich muss aber erst einen industriellen Ofen und eine Schleifmaschine dafür machen. Einen industriellen Ofen. Dafür muss ich aber erst wieder Blutsteine holen. Alles klar. Das mache ich jetzt als erstes. Kann man immer ganz gut holen, wenn man hier einfach vorne die Steine kaputt macht. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Ihr kennt das ja. Warum machen wir die eigentlich nicht mit der Handkante kaputt? So, das war zu weit weg. Schon wieder einige respawnt, das ist gut. Ich treffe nicht. Das ist weniger gut. Okay, so viele sind es aber tatsächlich noch nicht, die wieder respawned sind. Habe ich jetzt eigentlich schon... Gegenstand, Denkmalmodell von Erwa angesehen, okay. Cool. Stimmt, wir kriegen da ja auch Beziehungspunkte durch. Auch deswegen ist es ja eigentlich sinnvoll, so diese Relikte auch herzustellen. Habe ich? Ich habe noch nicht ein einziges Mal Blutsteine bekommen. Verarschen oder was? Sein, dass es hier keine Blutsteine gibt. Was soll denn der Mist? Ich kann doch jetzt nicht die ganze Zeit umherstreifen und versuche nach Blutsteinen. Was soll das denn? Mann, ich will doch eigentlich eine Bastelfolge machen. Aber ich habe ja gesagt, ich will nicht so in den Bereichen hin und her springen. Kann ich die Dinger hier abbauen eigentlich? Oh, das geht auch. Okay. Hey, hier ist ja sogar richtig viel. Das ist ja vielleicht sogar noch besser. Da sind Blutsteine drin gewesen. So, Kristall. Das kann ich hier nicht abbauen. Kann ich das abbauen? Nein. So, da liegen noch ein paar kleine Pinöppel rum. Wer von den Hügeln ist, ist Liuva. Kann man nicht erkennen, was wir jetzt abbauen können, was nicht. Wenn hier. Biegerstein, Energiesteine. Thank you.
kleiner Stein. Ist hier noch mehr auf der Insel? Ja, hier hinten ist noch ein kleiner Stein. Immer so ein bisschen mit Energiestein. Nicht so, dass ich sie jetzt dringend brauche, aber... Entschuldigung, wenn ich schon mal davor stehe, kann ich es auch eben mitnehmen. So, hier sind aber noch welche. So, noch ein Blutstein. Das scheint es gewesen zu sein. Hier ist noch was. Energiestein. Sag mal. Das ist echt schlimm, Krabbe. Jetzt haben wir 5 Blutsteine. Das sollte eigentlich reichen, um 2 industrielle Kerne herzustellen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. In meiner jugendlichen Naivität. Also industrieller Ofen. Wir benötigen dafür industriellen Stahlplatten und Marmordielen, jeweils 5. 5 Stahlplatten, die uns langsam zur Neige gehen, wie ich feststelle. Gut, dass wir welche wieder angeschmissen haben. Und 5 Marmordielen. Industrielle Kerne. So, dann haben wir den schon mal. Eine Komponente. Und eine Schleifmaschine. Die war relativ einfach. Hier. Aber sie braucht alte Teile. Kupferbarren und Schleifstein. 2 alte Teile, 3 Kupferbarren. Kupferbarren und 2 Schleifsteine, die man aus Steinen macht, wenn mich nicht alles täuscht. So. Gut, dann können wir nämlich als nächstes den Alleschneider machen. La 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 la. Alles Schleifer. Und da kommen dann nämlich jetzt diese beiden Komponenten rein. Ein industrieller Ofen und eine Schleifmaschine. So, darüber hinaus noch 2 Stahlhüllen und 4 Stahlplatten. Gut, dass das hier abgeschlossen ist. Und das hier, by the way, auch. Und wir sind ein Level up, weil wir Sachen aufgenommen haben. Ich stelle schon mal direkt das Maximum Mögliche hier wieder an Stahlplatten rein. Edelalu. Kann ich aber noch nicht herstellen, oder? Kann ich hier vielleicht nochmal. Ich mache nochmal ein paar Kupferplatten. So. Und 2 Stahlhüllen waren das, ne? Ja. Stahlhüllen. Brauche ich Stahlrahmen? Dass er mir die nicht auch direkt mit anzeigt, finde ich mir so bescheuert. Carbonstahlbar, nein! So. Brauche ich ja auch direkt mal Carbonstahlbar, weil ich 3-mal Carbonstahlbarren. Also, ich brauche Stahlrahmen. Wie viel brauche ich dafür? 0,8. Also 2. Wäre wahrscheinlich effizienter, wenn ich mehr auf einmal mache. Mal eben eine Lupe machen. Für 10. Kommt der Monk wieder raus. Entschuldigung. Da kam ein Schluck auf hoch. Einen Allesschleifer.
Aber den können wir selbstverständlich fürs Museum spenden. Und als nächstes käme der Drucker, der wiederum etwas leichter ist. Okay. 4 Manganstahlbarren und ein industrieller Motor. 4 Manganstahlbarren. Wir überlegen halt schon mal eben hier ein paar Sachen wieder reinwerfen. Kristalle. Platten, Platten. Und dann haben wir noch einmal Steine. Alter, das ist sehr viel Steine. Und wo ist das Marmor? Marmor ist hier. Also, einen industriellen Motor braucht wir dafür. Die sind hier. So. 3 Schleifsteine und 2 Flaschenzüge. Wie viel habe ich denn noch an Flaschenzügen im Moment? Einen. Ich könnte auch noch einen machen. Das ist mein letztes Schmiermittel weg. Aber was soll's, wir brauchen es ja. Schleifstein ist nicht das Problem, kostet nur Stein. Wie lange braucht denn der hier für den Flaschenzug? 2 Stunden. Ich bin den anderen schon mal raus. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Oh, wir hätten sogar noch eine Stahlhülle gehabt. Naja, was soll's. Schon mal meinen Abschlussgang. Ist das auch erledigt? So. Na, so viel ist es nicht. Achso, ich könnte ja nochmal hier das Pferd wiederherstellen. Galoppierendes Pferd. Ach nee, kann ich nicht. Da fehlen mir noch Teil 3 und 4. Oh. Alte Thermoskanne. Einfach gar nichts herstellen. Nichts. Toll. Bin ich gut. Wahrscheinlich kann ich den Drucker auch nicht mal spenden. Ich kenne ja mein Glück. Wir könnten... Wir haben noch ein bisschen Dünger, oder? Dann könnten wir ja die Bäume einmal düngen, rein theoretisch. Kriegst auch noch ein bisschen was. Du kriegst was. Damit du schneller fertig bist wieder. Und natürlich die Bäume hier. Apfelbaum. Getrocknete Apfelringe kann ich mir ja daraus machen. Und die sind extrem gut. Oh, war jetzt einer zu viel. Na egal. Entschuldigung. Oh. So, dann gehen wir wieder hier rein. Wie weit ist denn unser Flaschenzug, sag mal Pferdchen? Hm? Benzin aufgebraucht, ja klar. Stunde brauchen wir noch.
Also die Drucker würde ich auf jeden Fall gerne heute noch mitnehmen wollen. So, an dir kannst du natürlich auch gehen. Ich brauche dich nicht unbedingt. So. Wir haben schon richtig tolles Zuhause eigentlich. Hier mit der Industrie, alles läuft. Richtig klasse. Den Stall, den brauchen wir eigentlich nicht unbedingt bisher. Naja. Und was wir haben, haben wir. Wie sieht es eigentlich hier aus? Boah, ich kann hier nochmal wieder was machen. Leder, Qualitätsleder, brauche ich Pigmente für, Blumenteppich, Fell, Wasserstoff, okay. Wasserdichter Stoff könnten wir mal machen. 3 Stück. Und wir machen einfach mal 3. Faserstoff kann ich auch machen. Brauche ich mal hier raus. Ich habe gesehen, den brauchen wir nämlich auch für eine Quest. So konnten wir für eine Quest einsetzen. Dann haben wir da nämlich auch mal ein bisschen was auf Vorrat. Für den Fall der Fälle. So, 2 Flaschenzüge. Einmal Drucker, den wir wahrscheinlich nicht mal spenden können. Ja, doch, kann gespendet werden. Okay. Plus 12 Platzierung im eigenen Haus. Aber warum sollte ich das tun? Elektrischer Hochofen, natürlich, industriellen Kern, den habe ich aber momentan nicht. Stahlhüllen kann ich momentan auch nicht machen, alles klar. Ich habe momentan gar nichts. Also das hat sich schon wieder ausgebastelt. Aber ist ja auch schon wieder etwas später am Tage. Ich überlege gerade, ob es sich noch lohnen würde. Komm, weißt du, ich kann hier nochmal eben ein paar Steinchen hauen. Vielleicht haben wir jetzt rein zufällig Glück und finden jetzt noch mal ein paar Blutsteine. Ja, gut, ich will jetzt aber auch nicht so ewig weit laufen. Hat es jetzt nicht wirklich gebracht, aber gut. Vielleicht muss ich auch einfach in andere Gebiete gehen. Gebiete. Um da mehr Erfolg bei sowas zu haben. Na gut, dann war es auch mit dieser Folge heute wieder etwas erfolgreicher. Und morgen ist ja unser Angeltag, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, Angeltag! Und dieses Mal, liebe Freunde, können wir auch teilnehmen. Und wir haben noch einen Skillpunkt. Ja, vielleicht hier Werkstattbonus, Auftrag 10%. Was soll's? Dann wird nicht freigeschaltet. Wir haben jetzt 5, 10, 12. Ich brauche hier wahrscheinlich 15. Okay, nach dem Hinzufügen von 5 Punkten kannst du das nächste Level freischalten. Also im Prinzip muss ich hier nochmal, das macht gar keinen Sinn, 5 hier rein, dann nochmal wieder 5. Oder muss ich immer 5 auf der jeweiligen Stufe freischalten? Ist es das? Wahrscheinlich. Na gut, ja, liebe Freunde, dann natürlich auch heute wieder danke fürs Zusehen. Nächste Folge geht es dann weiter mit dem Angeltag und unserem hoffentlichen Sieg, zumindest ordentlich Abzeichen. Vielleicht kriegen wir ja wieder irgendwelche schönen Belohnungen. Wir werden es sehen. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao!